Da habe ich mich ein bisschen gefühlt wie bei The Purge. Jetzt kann man ja überall einbrechen. Scheiße, wie heißt der nochmal? Wie ihr sehen könnt, bin ich wieder zurück in meinem Zimmer im wunderschönen Berlin. Und ich muss sagen, ich bin echt happy, wieder hier zu sein und die Kiddies um mich zu haben. 7 Wochen Kapstadt war eine extrem lange und intensive Zeit. Also ich habe echt viele inspirierende Leute kennengelernt. Ich habe wunderschöne Natur gesehen und auch echt viel über mich selbst gelernt. Kapstadt wird ja immer als diese mega geile Hipster-Model-Stadt mit nicen Beaches und so gesehen. Aber dass diese Stadt auch Schattenseiten hat, das sieht man eher weniger. Deswegen wollte ich einfach mal dieses Video machen, um meine Erfahrungen, meine Eindrücke und so von Kapstadt mit euch zu teilen, die eben auch nicht so positiv waren. Kapstadt an sich ist eigentlich eine extrem vielfältige Stadt. Also neben dem Atlantischen und Indischen Ozean und dem Strand hast du eben auch Berge und eine mega coole Innenstadt mit super vielen Cafés und Restaurants, Bars und Clubs. Und es sind auch super viele internationale Menschen dort unterwegs. Ich muss sagen, dass so die ganzen deutschen und niederländischen Touristen haben einem schon so ein bisschen das Gefühl genommen, in Afrika zu sein. Aber ich habe mir auch sagen lassen, dass Kapstadt sowieso mit keiner Stadt in Afrika vergleichbar ist. Und ja, ich fange jetzt einfach mal von vorne an. Und zwar sind wir gelandet am Flughafen und mussten dann erstmal mit dem U-Bahn in die Stadt fahren, da es keine öffentlichen Verkehrsmittel gab. Beziehungsweise gibt es schon, aber sollte man eher nicht nehmen. Dann sind wir mit dem Uber eben erstmal 20 Minuten durch sogenannte Townships gefahren. Das sind so Wohngebiete, die Slums ähneln. Und das war schon ein krasser erster Eindruck, muss ich sagen. Mir war nicht bewusst, was für ein Ausmaß das annimmt, beziehungsweise wie krass das ist. Auch als wir näher in die Stadt reingefahren sind, standen an jeder Kreuzung irgendwelche Bettler oder haben irgendwelche Obdachlosen auf der Straße gelegt. Aber so generell von den Straßen und den Palmen und Häusern und so hat es mich echt doll an Kalifornien erinnert und auch so von dem Lifestyle und von den Cafés und Bars her, es ist sehr europäisch. Also da habe ich jetzt nicht viel vermisst oder keinen Kulturschock so in der Art erlebt. Ja, was aber eigentlich auch super entspannt war, weil du viele vegane Angebote hattest und dich nicht ganz so fremd gefühlt hast. Ich weiß nicht, ob ihr in der Schule das Thema Apartheid auch durchgenommen habt, aber ich war schon mega neugierig, ob man sowas von der Post-Apartheid zu spüren bekommt und inwiefern das noch so Nachwirkungen hat. Und ich muss sagen, ich war extrem schockiert von der gesellschaftlichen Spaltung, die da immer noch herrscht. Also es ist so krass, du kannst die Stadt richtig einteilen. Du hattest zum Beispiel in Camps Bay und Clifton so die super reichen Weißen, die in ihren Villen gelebt haben. Dann mehr so in der Innenstadt, im Zentrum waren dann so die normalsterblichen Weißen und Colored, also die Mixed Race People. Und weiter außerhalb von der Stadt, so am Rand, haben dann eben die Blacks in Townships gelebt. Und ich finde es krass, wie normal die Menschen damit umgehen, beziehungsweise dass jedem diese gesellschaftliche Teilung bewusst ist, aber man da irgendwie nicht so drüber redet. Und um uns einen guten Überblick über Kapstadt zu verschaffen, sind Isa und ich, glaube ich, über 15 Mal umgezogen, damit wir einfach so jede Area selbst kennenlernen und uns ein eigenes Bild so machen können. Zurückblickend würde ich sagen, dass Seapoint und Greenpoint so meine Lieblingswohngegenden waren, weil es eben nicht komplett im Zentrum ist in der Stadtmitte und man kann eben Strand, Meer und Stadt gleichermaßen gut erreichen. Es kamen auch viele Fragen über Unterkünfte. Wir haben uns immer Airbnbs gebucht. Das war einfach die beste Lösung für uns, weil wir auch relativ kurzfristig immer buchen mussten. Wegen unserem ganzen Kamera-Equipment und Laptops etc. wollten wir nicht unbedingt in einem Hostel unterkommen, was aber, glaube ich, die günstigste Möglichkeit gewesen wäre. Und sonst haben wir so gemeinsam immer zwischen 50 und 60 Euro die Nacht bezahlt. Also es ging echt voll. Aber es gibt auch viel günstigere Airbnbs, die dann jetzt halt nicht so schick sind. Also wenn man da nicht so viel Wert drauf legt, kann man da locker für 10 bis 20 Euro die Nacht übernachten. Von den Unterhaltskosten ist Kapstadt auf jeden Fall günstiger als Deutschland. Also so Cafés und Bars und Restaurants. Teilweise haben wir zu zweit 15 bis 20 Euro für ein ganzes Dinner mit Wein etc. ausgegeben. Mit dem Uber kommst du überall super schnell für ein paar Euro hin, also ist echt ja, ziemlich entspannt. Das Einzige, was nicht wirklich günstiger ist, ist die Miete und Supermärkte.
das ist ziemlich ähnlich. Was mir wirklich extrem gefehlt hat, ist, dass man nicht ohne Bedenken abends nach dem Restaurant oder nach der Bar nach Hause laufen kann, weil es wirklich einfach zu gefährlich ist. Vor allem in der Innenstadt auf der Long Street, glaube ich, und Loop und Bray Street, so, das sind so die gefährlichsten Ecken. Aber auch tagsüber bin ich eigentlich nicht alleine irgendwo rumgelaufen. Ich wollte einmal zum Strand gehen, das war so ein 20-Minuten-Walk und ich habe mich so unwohl gefühlt. Ich kann es nicht mehr beschreiben, warum genau, weil mir ist nichts passiert, ich wurde nicht überfallen oder so, aber ich habe mich einfach richtig unwohl gefühlt. Und ich habe auch einmal den Fehler gemacht, dass ich zu einem Mädchen, die vor einer Bar gebettelt hat, gegangen bin, weil ich hatte extrem Mitleid und konnte das einfach nicht mehr ertragen. Und dann bin ich zu ihr hingegangen und sie hat mir ihre Story erzählt. Und dann habe ich gesagt, okay, komm, ich nehme dich mit, wir gehen was zu essen kaufen für dich. Und dann meinte sie, dass sie irgendwie ein kleines Baby hat und da so eine Art Babypulver für braucht. Und dieses Babypulver gäbe es anscheinend nur in einem ganz bestimmten Kiosk. Ja, ich war schon sehr skeptisch und ich habe mir auch so gedacht, okay, das war sehr naiv von mir, auf jeden Fall mitzugehen. Ich war mega froh, dass mir ein Freund gefolgt ist, weil sonst wüsste ich nicht, was passiert wäre, um ehrlich zu sein. Ich habe ihr dann ein bisschen was zu essen gekauft in so einem Kiosk und dann hat auf einmal die so eine Windelpackung 40 Euro gekostet. Ich habe dann meinen Freund so angeschaut, der mir gefolgt ist, habe gesagt, hey, das kann doch irgendwie nicht stimmen. Halt gemeint so, ja, nee, kauf ihr nur das Essen und wir fahren zurück zur Bar, dann erkläre ich dir, was das ist. Oder was da gerade passiert ist. Und dann habe ich ihr so ein bisschen was zu essen gekauft. Dann sind wir ins Uber gestiegen, zurück zur Bar gefahren. Und dann hat er mir auf dem Weg eben erklärt, dass das so eine typische Masche ist. Und sie sehr wahrscheinlich die Ware gegen Drogen eingetauscht hätte. Also kann man jetzt nicht auf alle Bettler auf der Straße irgendwie verallgemeinern. Aber dass es so ein typisches Ding ist. Und ja, ich war da so frustriert und auch irgendwie, ja, auch irgendwie sauer auf mich selbst, dass ich so naiv war, aber irgendwie da so die Heldin spielen wollte, ach, keine Ahnung. Und ja, seitdem habe ich mir und ihm versprochen, dass ich nicht mehr auf eigene Faust irgendwie versuche zu helfen. Ich glaube, das Beste ist, dass man dann mit einer NGO irgendwas macht oder eben ein professionell begleitetes Organisationsdingsbums ist auf jeden Fall die sicherere Nummer. Was ich auch oft gefragt wurde, ist, wie die Bevölkerung dort mit Nachhaltigkeit umgeht. Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber Kapstadt hatte letztes Jahr eine der schlimmsten Trockenphasen seit 100 Jahren. Deswegen herrscht dort großer Wassermangel. Zum Beispiel haben wir mit einem Eimer immer beim Duschen Wasser aufgefangen, um das dann hinterher für die Toilette zu benutzen, zum Spülen. Man sieht auch oft in den Restaurants oder in Läden so Schilder über der Toilette. Da steht drauf, if it's yellow, let it mellow, if it's brown, flush it down. Als kleiner Reminder zum Wassersparen. Was mir auf den Essensmärkten aufgefallen ist, zum Beispiel auf dem Orange-Zicht-Market, dass dort viel mit Papierbesteck und Geschirr gearbeitet wird und dass sie entweder einen Papierstrohhalm rausgeben, Glasstrohhalm oder diese, ich weiß nicht genau, was das ist, aber es ist ein biologisch abbaubarer Strohhalm, der sieht aus wie Plastik, aber ist kein Plastik. Was aber ganz weird war, da haben wir uns auch so erschreckt, als das erste Mal passiert ist. Und zwar stellt die Regierung ab und zu den Strom einfach ab in bestimmten Stadtteilen für ein paar Stunden am Tag. Und das nennen die Load Shedding. Das heißt, die wollen so mit Strom sparen. Ich habe mich rumgefragt und keiner konnte mir eine wirklich plausible Erklärung dafür geben, warum die das jetzt machen. Vor allem, weil die Straßenlaternen tagsüber auch an waren teilweise. Es gab kein Licht mehr, man konnte nicht mehr mit Karte zahlen. Man hat keinen Kaffee mehr bekommen. Was daran spooky ist, finde ich, ist, dass eben auch die ganzen Sicherheitszäune und so nicht mehr funktionieren. Also, und du kannst deine Garage nicht mehr öffnen, du kannst das Tor nicht schließen oder öffnen. Da habe ich mich ein bisschen gefühlt wie bei The Purge. Jetzt kann man ja überall einbrechen, weil keine Alarmanlagen mehr funktionieren. Yeah, whatever. Aber auch wenn ich jetzt ein paar negative Aspekte von Kapstadt aufgezählt habe, ist es trotzdem noch eine super kunterbunte, hippe, extrem entspannte Stadt. Man kann da auf jeden Fall eine gute Zeit haben, wenn man so ein bisschen das Negative
versucht zu ignorieren. Die Sonnenuntergänge sind traumhaft schön. Es gibt so viele Aktivitäten. Wie gesagt, das mit der Armut, dem Rassismus und so, das war einfach für mich ein bisschen too heavy to take. Klar, man könnte jetzt sagen, dass man so ein Land nicht bereisen möchte, aber ich glaube, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Bei Instagram könnt ihr euch in meinen Highlights Cape Town und Garden Route so einen kleinen Einblick verschaffen, wie es dort aussieht und was ich so erlebt habe. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich habe euch einen etwas ehrlicheren Einblick in Kapstadt verschaffen können. Bis zum nächsten Mal.